Würde das Sinn machen hier für die Kohle? Eigenen Bahnhof. So richtig auflösen tut sich der Stau jetzt ja auch nicht. Dann machen wir es mal anders. Wir schicken mal alle Schwefelzüge mal raus. Wenn ich jetzt hier noch einen Bahnhof mache, der nur Kohle, wo nur die Kohle reinkommt. Sagen wir mal so hier. Wobei das da ja immer noch sein kann, dass dann die Schwefelzüge sich so lange stauen, dass die Kohlezufahrt behindern. Das heißt, ich müsste die Zufahrt... schon irgendwo hier hinten bauen, um sicher zu gehen. Aber selbst das kann eventuell noch nicht reichen, aber gucken wir mal. So, und die Rückfahrt. Dann einfach so. Ich meine, da wird es jetzt einige Kohlezüge geben, die rumfänzen. Ja, könntest du nur finden. So. Die drehen jetzt alle um. Warte mal, wir machen es denen mal einfach, dass die nicht die ganze Runde... fahren müssen. Bieten wir denen mal einen kleinen... Achso, der ist schon so auf der Rückfahrt. Ja, mal gucken, ob es denn irgendwelche vollen... Ach, das sind andere Züge. Ach so. Warum haben die keine gemeinsame... Route hier? Achso, können da auch Züge dabei sein, die von hier oben irgendwie kommen? Nee, ne, Kohle war ja bloß von hier unten. Jetzt, so, es müssten sie alle nur noch... wenn du einfach umdrehst und einen U-Turn machst, so rafft er das. Ach, der will schon wieder irgendwo reinfahren, wo er aber nicht reinfahren kann. Warte mal, den müssen wir erstmal jetzt hier rausnehmen. Das ist sonst wieder gefährlich hier.
Oder haben wir hier 180, haben wir hier so 90 Grad Kurven verboten eingestellt gehabt? Ja, mal gucken. Ach so, nee, gut, dann ist es klar, warum der dort nie umlenken will. Verständlich. So, die fahren jetzt hier hoch. So, der fällt jetzt dort lang. Da haben wir die Route wenigstens für einen Zug gebaut. Und es dürfte ja zumindest das Problem nicht mehr auftreten, dass da irgendwelche na gut, das ist natürlich auch nicht so die optimale Version hier, dass die immer warten müssen, bis frei ist. Bis ja so ein Zug mal voll ist, ne? So, ist noch irgendwas Stauiges. Jetzt stehen sie hier wegen irgendwas. Oh, was ist denn jetzt hier plötzlich los? Ich glaube, das zieht sich dann so durchs Netz, ne? Das müssen wir genauso machen. Wie viele Säurezüge haben wir hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und die Salzzüge, die kommen von Rohrschacht Kali-Zecher. Geben wir ihn auch mal was Eigenes. Kali Anlieferung. Ich meine, Platz haben wir hier, ja. Das wird aber eine One-Way-Station, wo die vorne reinfahren und, na, so nicht, hinten wieder raus. Kann ich die hier oben anbinden? Ja, ne? Von hier rumfahren, da geradeaus, genau, das würde dann auch passen. So, fahre hierher. Haben das alle verstanden? Na gut, der hier, na gut, der kann ja nur hinten rausfahren. Aber da müssen es erstmal Nitrate. 55 Millionen haben die teilweise gemacht. So, Schwefel. Das kommt von hier unten. Das ist aber auch schon wieder Stau, weil leer. Worauf warten die? Die müssen doch durch irgendwas hier beliefert werden. Zink, Zinkerz. Oh Gott.
Da kannst du, glaube ich. Warte mal, die stehen hier oben im Depot. Ne, da müssen die zwei Züge hier rausfahren. Hier ist ja alles kaputt gerade. Dramatisch. Jetzt müssen die erstmal alle rausfahren aus der. Die haben sich alle im Depot angesammelt. Warum denn zur Wartung? Oh, weil die schon so alt sind. Muss es ja schon ewig so sein. Wenn die hier schon 4 Jahre drüber sind. Eieiei. Das hatte ich ja gar nicht auf dem Blick hier. Scheiße. Die haben doch irgendeinen Wegpunkt, ja? Wegpunkt Zinkerz. Die sich erstmal alle auflösen. Alter, richtiges Chaos im Depot hier. Na gut, wenn ich hier oben das so hinbaue, dann müsste man. Da müssen wir erstmal warten, bis die alle raus sind aus dem Ding. So, wo war jetzt noch eine Stauung gewesen? Gesehen gehabt.